Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dave the Diver. Und wie wir sehen, wir haben heute ein Event. Heute ist der Tag der Tage. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, was bei dem Event überhaupt geben soll, ehrlich gesagt. Gucken wir doch mal ganz kurz. Haben wir die hier drinne? Die von der Gletscherpassage, ja. Hochzeitslied, Tigermorenjagd. Nee, das sind also andere Sachen. VIP ist auch was anderes. Max Sammy. Was wird der eigentlich noch haben? Aubergine und Karotte. Gut, das muss ja auf der Farm. Da können wir tatsächlich nichts machen. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht genau, ob wir die Sachen haben oder nicht, die wir da brauchen. Keine Ahnung. Wo könnte ich das denn rausfinden? Hier Kalender vielleicht? Hier ist die Party. Saisonale Veranstaltung. Ja, da würde ich... Ah, Marlin. Genau, wir brauchen Marlins. Haben wir denn Marlins? Wo finde ich das jetzt raus? Muss ich dafür jetzt extra ins Restaurant? Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die noch fangen können. Sonst können wir ja einfach mal tatsächlich schauen. Oh, Wahlschrei, wir sollen auch noch Ellie anrufen. Moment, dann machen wir doch das erstmal. Die Ellie, hier ist sie. Was passiert hier? Ein Buckel war es im blauen Loch aufgetaucht. Ich glaube, er wird was mitteilen. Ah ja, das war voll schön. Ich habe seine Schreie aufgezeichnet. Hör mal. Ach, schön. Er klingt, als suche er nach seinem Kind. Kind? Ja, sein Kind muss sich hier irgendwo verirrt haben. Willst du mir helfen? Falls du das Schreien eines jungen Wals hören solltest, kannst du mir dann Bescheid sagen? Ja klar, ich könnte das nicht einfach ignorieren. Okay, ich werde mich umhören. Ja, das würde ich wirklich gerne machen. Erstmal müssen wir gucken, ob wir die Marlins haben. Ja, dann sind wir hier erstmal durch. Ich glaube, Geld oder so habe ich nicht, ne? Zum Aufwerten. Mal hier gucken. 1800, nee, das reicht nicht. Alles teuer geworden, leider. Wie im echten Leben. Bewege den riesigen Spiegel. Ja, das haben wir auch noch. Ja, Zweikampf und Seespinnen. Na gut, Seespinnen ist ja eher optional. Das würde ich gerne... Warte mal, was wir noch gucken ist Farm. Wo ist unsere Farm hier? Da. Wie sieht es da gerade aus? Wächst, wächst, wächst. Okay. Wächst alles. Können wir gerade nichts machen. Gut, dann ab. Geh mal hier runter. Die Marlins sind doch immer die großen Viecher, die hier oben rumschwimmen, oder? So ab und an mal. Ah nein, ich hätte ein anderes Gewehr mitnehmen sollen. Habe ich jetzt die Netzkanone? Ich glaube ja, ne? Ja, so unpraktisch. Mal Schlafgewehr haben wir dabei. Na gut. Vielleicht kriegen wir hier was anderes. Ich weiß halt echt nicht mehr, ob wir die noch gefangen hatten oder nicht. Also ob wir da noch was im Lager haben. Die sind aber auch nicht immer da, ne? Oder? Ja, sieht ja schlecht aus, ne? Die schwimmen doch eigentlich immer hier oben dann rum. Wir können mal ganz kurz... Ach, komme ich da nicht rein jetzt? Ja, scheinbar nicht. Ich wollte... Im Handy haben wir ja diese... Ja, diese Karten quasi von den Fischen. Da wollte ich mal eben mir die Marlins angucken. Da haben wir wohl nicht. Ja, hier schwimmt auch nichts rum von denen. Na gut. Okay, ansonsten auf Wahlgesang achten. Würde ich einmal sagen, wir paddeln mal ein wenig rum und gucken, ob wir vielleicht ja das Wahlkalb finden. Wir wissen natürlich überhaupt nicht, wo das sein soll. Ja, toll. Nee, dann nehme ich das Schlafding jetzt mit. Ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß es überhaupt nicht. Ach, guck mal da. Achso, da ist eine Krabbe. Oh, was bist du denn? Nee, ist ja was ganz anderes. Das ist ja oh, scheiße. Aua. Muss man von dem Ding da weg. Oh, ich würde das gerne versuchen zu fangen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob der einschläft. Mal gucken. Aber das hätte ich super gern hier, die Scholle. Sieht aus wie eine Scholle, ne? Macht aber Elektrozeugs. Okay, der ist zumindest eingeschlafen. Dann nehmen wir uns den hier mal. Und du? Willst du nicht? Nicht müde? Gar nicht? Kein bisschen? Na? Na komm. Na schlaf.
Schade. Nee, der will scheinbar echt nicht. Dann versuchen wir es doch mal mit Gift. Tee? Der Tee. Was soll ich machen? Das ist ja spannend. Okay. Ja, sehr cool. Oh, warte. Da können wir mit der Drohne abholen lassen. Cool, das haben wir auf jeden Fall noch nicht. Haben wir die Quallen hier schon? Marmorzitterrochen. Ach, das sind Rochen gewesen. Oh, da haben wir sie. Da haben wir sie tatsächlich. Ach, cool. Na, dann probieren wir doch mal, ob wir einen fangen. Oh. Warte mal. Oh. Ja gut, sorry. Das wollte ich nicht. Huch. Vielleicht mit dem Gift haben wir vielleicht Glück und können die tatsächlich fangen. Oh. Ja, die sind auch immer fix. Also ohne gehe ich nicht nach Hause. Nein. Ich bleibe mal am besten hier in der Enge stehen. Da kriegst du bestimmt besser. Ja, toll. Den, den ich nicht haben wollte. Na kommt. Ja, ein bisschen Damage machen wir. Wir können auch Schlaf versuchen. Jetzt haben wir ja auch schon ein bisschen an... Also ein bisschen verletzt. Vielleicht geht's. So was bei dem. Nein. Ah, zu weit weg. Warte mal, so. Wir haben Zeit, wir haben Zeit, wir haben so viel Sauerstoff-Intus. Kein Problem. Ich versuch's mal abwechselnd mit beiden. Na, wo bleibt er denn? Ja. Dahin. Den können wir jetzt leider nicht abtransportieren, naja. Nicht so schlimm. Das ist ein Thunfisch. Zählt das als Malen? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ja gut, das ist auch nicht so schlimm. Also ganz ehrlich, wenn wir da jetzt nicht ordentlich mitmachen mit einem Malen, dann ist es auch okay. Oh, warte. Nächste. Au, sag mal. Frechheit. Ja, komm. Nimm mal den hier auch mit. Wenn's geht. Der Drückerfisch. So, jetzt ist aber langsam mal gut hier. Den habe ich vielleicht noch nicht so oft getroffen. So. Nehmen wir mit. Ob er zählt bei dem Event, weiß ich nicht. Huch! Ach Mensch, wer ist denn da? Na, wen haben wir denn da? Hallo? Auch lange nicht mehr gesehen. Ja, hi. Geht's dir gut? No. No. Der Amazonas-Delfin von vorhin. Vorhin, vor allem. Was, wenn er von Wilderern gefangen wird, wenn er hier so herumschwimmt? Und wenn wir seine Existenz bekannt machen, dann wird es den Wilderern vielleicht schwerer fallen, ihn zu jagen. Ich sollte ihn fotografieren und über ihn in der Fisch der Woche berichten. Ja. Machen wir. Na. Ah, die ist doch schön. Oh, optional ist hier herzförmiger Wassertropfen. Okay, dann nochmal. Nochmal. Ah, ich sehe schon. Aber herzförmig war das nicht.
Herz? Nee, da war kein Herz. Oh! Ja, da war das Herz gewesen. Haben wir aber nicht hingekriegt. Okay, das kriegen wir hin. Wir warten nochmal, bis das nochmal macht. Na komm, nochmal eine Runde. Nein. Das kriegst du besser hin. Das noch einmal nicht und dann macht das hier das Richtige. Ja. Ah nein, der Kamerafokus war nicht gut. Ah, nochmal. Schade. Dauert so lange, bis es wieder macht. Na komm. Noch eine Runde. Jetzt aber. Das hat doch... Ja, perfekt. Nehmbar. Dankeschön. Also toll gemacht. So, tschüssi. Na. Sehr schön. Tja, aber wo ist das kleine Waljunge? Ja, nehme ich mit. Nee, mit dem muss ich mich jetzt nicht anlegen. Das wäre jetzt ein bisschen anstrengend. Schade. Naja, ich möchte dem jetzt gerade nicht zu nahe kommen. Wirklich nicht. Uns wird es auch gar nicht angezeigt, ne? Also kein Pfeil, der uns irgendwie zum Wal führt. Zum Walkalb. Nix. Ja, mal ein bisschen tiefer. Vielleicht ist er ja hier unten irgendwo verschollen. Ah, wir haben keine Lampe. Moment. So wird das nichts. Ganz ehrlich, Sauerstoff finden wir hier immer viel zu viel. Wir haben auch eigentlich dieses eine Amulett, was das automatisch macht, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich das wieder ausrüste. Irgendwie super schwer zu finden. Ich weiß nicht. Bin zu doof dafür. Nö, brauche ich nicht. Oh Gott, da oben. Den will ich auch nicht. Nö. Kein Wahlkalb. Das ist gerade so meine oberste Prio eigentlich. Das Walkalb zu finden, aber wird wohl nicht so einfach. Na, du bleib da mal schön. Aua, zu schnell. Da war ich wieder ein bisschen zu fix. Ja, nee. Nein, den will ich nicht. Ist das hier die Sackgasse? Ah, nee. Oder? Da geht's, glaube ich, runter. Ja. Hier ist auch immer noch zu. Oh Gott, nee, auf die habe ich jetzt auch nicht so viel Lust.
Hallo? Hast du einen Walkalb gesehen? Nee, scheinbar nicht. Hier ist gar nichts. Okay, jetzt sind wir tatsächlich gleich ganz unten und haben noch nichts entdeckt. Nicht, dass das von den scheiß Piraten entführt wurde. Hippe. Autsch. Ich wollte nicht in die Dinger hier reinschwimmen. Bisschen doof platziert, die Qualle da oben. Nee, das da will ich. Krieg ich hier Neues? Oh, tatsächlich. Mensch. Nett. Kein Walkalb, das gibt's doch nicht. Hier sind wir schon. Warte mal. Sind wir ja gleich schon beim Seevolk, ne? Oh! Ist das hier das Seevolk-Ding oder was ist das hier? Das sieht so anders aus. Moment. Ach doch, das ist doch das Seevolk. Vielleicht ist der ja auch. Nee, da glaube ich nicht. Beim Seevolk wird das Walkalb nicht sein, oder? Wir können hier da noch mal reingucken, aber kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall gibt es hier was. Ja, was kann ich für dich tun? Lang nicht gesehen, Dave. Trinktaschen im Wasser. Mimas Restaurant eröffnet. Oh, ich wollte erzählen, dass ich wieder in der Gastronomie bin. Aber ich konnte deine Nummer nicht finden. Das berühmte Lokalgericht des Dorfes Mimas Seetang-Trinktaschen. Der Teig ist fest genug, um auch in Flüssigkeit seine Form zu behalten. Du solltest sie probieren. Wie soll ich das unter Wasser essen? Warum probierst du jetzt nicht eine? Ich mache eine ganz besondere für dich. Ich bin immer für leckeres Essen zu haben. Okay. Trinktaschen. Ach, hierfür können wir auch unser Geld einsetzen. Okay. Ja, sehr schön. Was neu? Ja, geil. Immer her damit. Erhöht den Basisschaden einer Bohnenkanone. Ach, krass. Wow, das ist super lecker. Ich bin voller Energie. Das ist nicht nur ein Gefühl, sie gibt dir tatsächlich Energie. Jede Teigtasche hat eine andere Füllung. Such dir eine aus. Oh, und der Effekt der Seetang-Teigtaschen lässt nach, wenn du das Wasser verlässt. Komm vorbei, wann immer du einen Effekt brauchst. Wir sehen uns, Dave. Ja, geil. Okay, können zweimal täglich bestellt werden. Einmal morgens, einmal nachmittags. Ja, cool. Teigtaschen. Ah, jetzt kann ich mir die anderen leider nicht angucken. Na gut. Das ist ja interessant. Ich habe auch gesehen... Müssen wir hier gleich links auch nochmal gucken. Da war auch so ein neues Zeichen drüber. Können wir hier jetzt auch was einkaufen? In letzter Zeit nehmen die Erdbeben zu. In Zeiten wie diesen sollte ein Glaube noch stärker werden. Nee, können wir nicht. Okay, schade. Ich dachte, weil hier auch so ein Zeichen über dem Laden war, dass wir da auch was kaufen können. Hier, dieses da. Na gut. Dann nicht. Gibt es sonst noch irgendwas? Scheinbar nicht. Nee, sonst gibt es hier nichts zu entdecken. Jetzt ist die Frage, ob wir nochmal aufs Schiff gehen und uns da nochmal einen Plan überlegen. Also das Babykalb, also das Walkalb haben wir jetzt nicht gefunden. Wir haben ja ein schönes Foto gemacht, immerhin. Aber mehr auch nicht so wirklich. Ich würde jetzt doch nochmal in die Karten gucken wegen dem Malen. Ja, das können wir essen. Aber ganz ehrlich, Rang 1. Das schicke ich nicht zum Seepferdchen rennen. Gelbflossen-Thunfisch haben wir auf jeden Fall gefangen. Huch, der Udo. Ja, hi. Ah, du hast ein Foto von etwas mitgebracht. Kann ich mal sehen? Ein Amazonas-Delfin. So süß. Den würde ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Nur Spaß. Toll. Taufen wir ihn Pinky und machen seine Existenz publik. Dann werden die Wilderer nicht mehr so leichtes Spiel haben. Ich werde dein Foto an prominente Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. Ja, geil. Ganz viel Gold bekommen. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, also werde ich dich wahrscheinlich wieder um Hilfe bitten. Ja, immerhin, das haben wir geschafft. Sehr schön.
Oh, die Feldfrüchte sind erntebereit. Ja, dann ab zur Farm. Was haben wir denn hier Schönes? Ah. Ein Kraut können wir auch ausrupfen. So. Ich kann nichts Neues pflanzen, ne? Nö. Shop. Ich hätte gern... Was? Oh, für 3000 können wir das Reisfeld erweitern. Okay. Ich hätte, glaube ich, gerne Knoblauch. Wie viele Samen kriege ich denn? Nur ein? Ich mach mal dreimal. Scheinbar ja. Weizen. Ich kaufe einfach mal von allen irgendwie 3 Stück. Aubergine haben wir ja gerade noch auf dem Feld. Achso, ich muss hier, warte. So. Halt, wie kriege ich das jetzt raus hier? So schalte ich ihn durch. Wie kriege ich denn die jetzt hier rein? Ist das das falsche Feld dafür? Muss das. Nee, ich hatte doch da gerade. Ach nee, da hatten wir Reis. Stimmt. Haben wir auch Reis? Oder? Nö. Okay. Aber ich glaube, die Sachen kann ich nur hier machen wahrscheinlich. Na gut. Muss ich die gießen? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich die nochmal gießen muss. Ich mache einfach. Oh. Heute haben wir die auf jeden Fall noch nicht gegossen. Sieht das jetzt anders aus? Nee, ne? Die sind wahrscheinlich noch gegossen. Naja, egal. Ja, ein zweites Feld kann ich mir leider nicht leisten. Und hier ist irgendwie nicht mit Reis. Na gut. So, zum Boot. So, müssen wir mal gucken. Würde ich gerne ins Handy nochmal gucken. Dann Marinka ist das, ne? Kann ich ja auch irgendwie suchen? Nee, ne? Erkenne ich den, wenn ich ihn sehe? Wir bräuchten halt einen Marlin. Das ist alles kein Marlin, ne. Hier irgendwo. Marinka, Holzmakrele. Ne, alles kein Marlin. Hier irgendwo. Das ist der Gelbfluss. Das sind alles Thunfische, aber keine Marlins. Kann es sein, dass wir Marlin einfach noch gar nicht gefunden haben? Das wäre echt doof. Dann habe ich wahrscheinlich auch nichts zum Verfüttern. Das sieht so ein bisschen so aus, oder? Habe ich echt noch keinen gefangen? Das wäre ja furchtbar. Unser Album, okay. Kann ich irgendwas abgeben eigentlich? Muss auf einmal Muscheln brauchen wir noch. Hier kann ich mal abgeben. Okay, Forschungspunkte. Das geht auch. Sehr gut. Stufe 3. Öko-Gift-Widerstandsarmband. Oh, ja cool. Haben wir sogar was Cooles bekommen. Ja, aber irgendwie... Okay. Oh, ich sehe, wir sind schon am Folgenende, Leute. Dann will ich jetzt mal die Folge beenden und in der nächsten Folge gucken wir dann mal... Ja, das war vielleicht doch noch irgendwie so ein Marlin hier kriegen. Ich schaue nochmal ganz, ganz behutsam gleich nochmal durch die Marinka-Karten und so, ob ich da doch noch das entdecke, weil dann wüssten wir wenigstens, wo wir die fangen könnten. In unsere... Wir können nicht gucken, was wir gerade an Sachen haben, oder? In der Verwaltung vielleicht? Warte mal. Doch, können wir. Wir müssten hier quasi mal durchgucken, ob hier irgendwo der Marlin dabei ist, aber ich glaube nicht. Thunfisch. Thunfisch als Thunfisch. Ich glaube, wir haben noch keinen Marlin gefangen. Müssten wir vielleicht noch mal in der nächsten Folge ein bisschen genauer nachgucken, dass wir einen Marlin finden. Sonst haben wir echt nichts anzubieten. Das wäre doof. Na gut, Leute. Dann schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.